Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Technikhelden-Video. Der Anteil an erneuerbaren Energien wird immer größer und deswegen zeige ich euch heute in diesem Video, wie so ein Windrad funktioniert und wie man sich sowas selber bauen kann. Herzstück von unserem Windrad ist natürlich der Generator, der aus der mechanischen Energie, die die Flügel erzeugen, später elektrische Energie uns erzeugt. Es gibt natürlich Spezialvarianten, die sind dann etwas effizienter, wenn sie genau als Generator ausgelegt sind, aber für ein Demonstrationsmodell kann man einfach einen Elektromotor nehmen. Ich habe jetzt hier einen Schrittmotor, weil der mehr Wicklung hat und auch drei verschiedene Spulen und damit können wir schon eine höhere Spannung erreichen und können dann mehr Leistung schon aus unserem Modell herausziehen. Um jetzt die mechanische Energie aufzunehmen von unseren Flügeln, die noch nicht hier sind, habe ich mir hier aus einer Multiplexplatte so eine kleine runde Scheibe angefertigt. Die ist einfach ausgesägt und hat in der Mitte eine Motoraufnahme aus dem Modellbaubereich, sodass sie hier direkt auf den Schrittmotor passt. Wenn ich diese jetzt auf den Schrittmotor aufstecke und wir dann jetzt einen Blick auf das Oszilloskop werfen, dann sehen wir schon, dass mit jeder Drehung jetzt hier schon Strom erzeugt wird. Je schneller ich dann drehe, desto mehr Spannung liegt an und desto höher ist unsere Stromerzeugung. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass wir hier es mit einer Wechselspannung zu tun haben, also Wechselstrom erzeugt wird. Um den nachher noch besser nutzen zu können, zum Beispiel um eine Powerbank zu laden oder um LEDs betreiben zu können, brauchen wir noch einen Gleichrichter. Da kommen wir aber später zu. Damit unser Windrad auch möglichst viel Strom erzeugen kann, ist es natürlich entscheidend, dass unsere Propeller auch viel Windenergie auffangen können und eben in Rotationsenergie dann umsetzen. Dafür ist die Form der Flügel gar nicht ganz trivial. Wir brauchen also eigentlich eine Art Krümmung, damit die Luft dann auf der einen Seite schneller strömen kann als auf der anderen und unseren Rotor dann in Drehung versetzen. Ich habe dazu mir hier einfach aus einem Pappkarton eine Schablone ausgeschnitten. Ich verlinke euch die auch nachher noch unten. Und die schon mal als grobe Vorlage verwendet. Um jetzt diese gebogene Flügelform hinzubekommen, kann man sich da gut weiterhelfen, indem man einfach so ein KG, also ein Kunststoffrohr verwendet, dann haben wir schon direkt unsere Krümmung drin. Das heißt, einfach diese Schablone auf so ein Kunststoffrohr auflegen, übertragen und dann kann man es mit der Stichsäge oder mit der Laubsäge aussägen, per Schleifpapier bearbeiten. Das lässt sich wirklich wie Holz bearbeiten, das Material, und anschließend dann noch in Wunschfarbe lackieren, wobei ein Windrad ist sowieso nur weiß. Also von daher kein Thema. Ich habe das auch schon mal für euch vorbereitet. Und meine drei Rotorblätter sehen jetzt so aus. Und ich finde, die können sich so schon ganz gut sehen lassen. Hier unten in die Rotorblätter habe ich jeweils zwei Befestigungslöcher reingebohrt. Und da werden sie dann mit zwei Schrauben jeweils mit unserer Motornarbe verbunden, sodass wir sie dann hier mit unserer Holzscheibe verschrauben können. So im zusammengebauten Zustand macht der Rotor schon einen amtlichen Eindruck und ich bin mir ziemlich sicher, der fängt eine ganze Menge Wind auf. Jetzt rein als optisches Highlight mache ich die Spitzen von den einzelnen Flügeln jetzt auch noch rot. Dafür jetzt einfach auch wieder Lack aus der Sprühdose, damit es dann noch ein bisschen mehr aussieht wie ein echtes Windrad. Weiter geht es mit der Gondel. Die Grundplatte davon habe ich auch einfach aus so einem Multiplexplatte ausgeschnitten und hier schon mal mit den passenden Löchern versehen. Kann man halt, wie gesagt, mit Heilmitteln so anpassen, wie man das gerade möchte. Der Motor wird vorne mit so einem Aluminiumwinkel befestigt. Keine Sorge, ihr müsst ihn nicht selber machen, wie ich das jetzt gemacht habe. Ich verlinke euch unten auch noch eine fertige Version, die man dann nur auspacken und anschrauben muss. Jetzt kann unser Schrittmotor vorne in seine Aufnahme befestigt werden. Ich gucke jetzt einfach, dass die Kabel zur Seite rausgehen, dann kann ich es nachher einfacher anschließen. Damit unsere Heckflosse auch ihren Sinn erfüllen kann und unser Windrad immer genau in den Wind zu drehen, brauchen wir natürlich noch eine Lagerung für den Rumpf. Ich habe mir dafür hier so einen Flanschlager gekauft. Das ist einfach nur ein Kugellager in einem Metallgehäuse. Da passen auch handelsübliche Durchmesser rein, egal ob man jetzt eine Gewindestange nimmt oder hier so ein Rundeisen. Und das schraube ich jetzt hier unter die beiden Löcher drunter. Das heißt, ich kann jetzt hier das Lager sehr leicht um diese Achse drehen und so kann sich dann der Rumpf oder die Gondel nachher auf der Achse selber immer genau in den Wind ausrichten.
Verkleidung für die Gondel baue ich im Prinzip ähnlich wie die Flügel. Ich habe mir dafür auch ein passendes KG-Rohr gesucht, etwas kleinerer Durchmesser, hier nur 110 mm und habe das dann unten einmal aufgeschnitten und ebenfalls schon weiß lackiert. Das können wir dann nachher einfach rüberschieben. Ich lasse es jetzt noch offen, weil ich jetzt erstmal den Gleichrichter aufbaue, damit wir nachher Gleichspannung haben. Das Ganze braucht jetzt hier nur 4 Bauteile, also zweimal diesen fertigen Brückengleichrichter und 2 Kondensatoren und noch vielleicht ein Stückchen Lochrasterplatine, kann man aber auch frei verdrahtet aufbauen. Und anschließend haben wir dann nicht nur die Verschiebung um 90 Grad erledigt, sondern können dann noch gemeinsam auf ein höheres Spannungsniveau zurückgreifen, da wir die beiden dann in Reihe schalten. Ich baue das Ganze jetzt mal auf. Ich habe jetzt hier noch den Gleichrichter mit dem Schrittmotor verbunden, hier entsprechend mit den Kabeln. Das Ganze wird jetzt hier noch mit einem Kabelbinder ein bisschen hübsch gemacht und dann können wir auch gleich hier schon die Gondel zumachen und das Ganze dann fertigstellen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist unser Rotor und dann können wir das Ganze mal ausprobieren. Der Gleichrichter ist verkabelt, die Gondel habe ich zugemacht, das ganze Windrad ist fertig. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich auf dem Dach wieder. Wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt auf dem Dach angekommen und es ist schon ganz schön windig. Ich habe noch einen kleinen Motor mit so einer Spiralscheibe hier angebracht, sodass wir direkt sehen können, wie die erzeugte Energie von unserem Generator hier wieder in Bewegung umgesetzt wird. Ich würde sagen, ich lasse jetzt hier mal den Flügel los, gehe gerade noch einen Schritt zur Seite, damit ich den jetzt nicht abbekomme und dann schauen wir mal, wie gut das Windrad jetzt hier draußen funktioniert. Das hat auch wirklich hervorragend geklappt hier auf dem Dach. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß beim Nachbauen und beim Experimentieren mit eurem Windrad.